10.000 Zuschauer hier auf den Rängen warten darauf und hoffen, dass es heute endlich soweit ist. Die Brasilianer sind am Abschluss einer langen Tournee, die sie durch zwei Kontinente geführt hat, durch Australien, dann sind sie wieder zurück nach Südamerika, sind dann nach Skandinavien geflogen, haben nirgends verloren. Und es wäre doch zu schön, wenn es der österreichischen Mannschaft heute in diesem wichtigen Test für die WM-Qualifikation gelingen würde, die Brasilianer zu schlagen. Die Aufstellung der österreichischen Mannschaft im Tor mit Nummer 1 Klaus Lindenberger, mit der Nummer 2 Kurt Russ von der Vienna, 3 einer der beiden Vorstopper Robert Pecl von Rapid, mit der Nummer 4 von der Wiener Austria Anton Pfeffer, mit der Nummer 5 der Kapitän unserer Mannschaft Rapids Libero Herbert Weber, mit der Nummer 6 von der Austria Manfred Zsak, der heute von Funktionären von Atalanta beobachtet wird, mit der Nummer 7 die rechte Sturmspitze Andreas Ogris von der Austria, mit der Nummer 8 Artner von Admira Wacker, mit Nummer 9 zum ersten Mal hofft er heute 90 Minuten im Team zu spielen, Peter Pacult vom FC Tirol, mit der Nummer 10 Ernst Baumeister von Admira Wacker und mit der Nummer 11 Gary Willfurth von Rapid. Das ist also die Mannschaft, die gegen Ungarn 4:0 gewonnen hat, mit einer Ausnahme. Es spielt anstelle des dreifachen Torschützen Robert Marco der Austrianer Ogris. Unser Teamchef, der hat schon dreimal selbst gegen Brasilien gespielt, hat nie gewonnen, ganz klar. Die Österreicher haben ja noch nie gegen Brasilien gesiegt. Und sein großes Ziel ist es, dass seine Mannschaft gegen diese Brasilianer gewinnt. Im Tor mit Nummer 1 Taffarel von Internacional Porto Alegre. Rechter Verteidiger Jorginho von Flamengo. Linker Verteidiger Nelsinho von Sao Paulo. Mittelfeld Geovani von Vasco da Gama. Mit Nummer 9 Stürmer Edmar. Edmar kommt von Corinthians. Nummer 10 Careca. Careca von Cruzeiro Belo Horizonte. Nummer 11 Stürmer Romario. Romario von Vasco da Gama. Nummer 14 Innenverteidiger Batista von Atletico Mineiro. Nummer 15 der zweite Innenverteidiger André Cruz. Nummer 18 der Kapitän Valdo von Benfica Lissabon. Und Nummer 19 Mittelfeldspieler Andrade von Flamengo Rio de Janeiro. Der Trainer Carlos Alberto Silva, nicht zu verwechseln mit dem berühmten Kapitän der WM-Mannschaft Carlos Alberto. Es gibt in Brasilien Silvas und Carlos Albertos wie Sand am Meer. Alle diese Spieler, die wir hier sehen, tragen Künstlernamen. Jeder heißt im Taufschein in Wirklichkeit ganz anders. Ja, wann haben wir zum letzten Mal eine brasilianische Nationalmannschaft im Fernsehen gesehen? Das war vor 2 Jahren bei der Weltmeisterschaft in dem denkwürdigen Spiel in Guadalajara. Aber schauen wir uns zuerst die Schiedsrichter an. Lajos Németh aus Békéscsaba ist der beste ungarische Schiedsrichter, war WM-Schiedsrichter in Mexiko. Also ein Mann von absoluter Spitze. Und ich glaube, man braucht heute einen guten Schiedsrichter, weil die Brasilianer bisher sehr, sehr hart gespielt haben. Dunkelhäutige Spieler mit der Nummer 10, das ist Careca, nicht zu verwechseln mit dem bekannten internationalen, einer, der sich auch Careca genannt hat, weil der echte Careca sein Vorbild war. Ich glaube, Sie haben es selbst gehört, es herrscht eine fantastische Atmosphäre hier im Wiener Stadion.
Ein Ländermatch gegen Brasilien, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist, das ist eine ganz besondere Herausforderung, einfach etwas Besonderes. Und die Veranstalter haben Riesenglück. Am Nachmittag sind hier Wolkenbrüche über dem Wiener Stadion niedergegangen. Das Vorspiel, das Unter-21-Länderspiel zwischen Österreich und Polen, musste abgesagt werden. Sonst wäre dieses Länderspiel zwischen Österreich und Brasilien gefährdet gewesen. Das Ländermatch wird ja von der österreichischen Toto-Gesellschaft gesponsert. Hier sehen Sie, Sie können sich ein Bild machen, wie es hier gewaschelt hat. Und noch eine Stunde vor dem Match sind ausgesprochene Lacken hier auf dem Rasen des Wiener Stadions gestanden. Aber jetzt leicht bewölkter Himmel, nicht so heiß wie in den letzten Tagen, etwas schwül. Sicherlich kommt beiden Mannschaften entgegen, dass es in den letzten Stunden so sehr abgekühlt hat. Die Brasilianer waren zum letzten Mal im Jahre 1973 hier in Wien zu Gast. Damals hat, vielleicht erinnern Sie sich, Hans Krankl debütiert, das Spiel endete 1:1. Das war eines der beiden Länderspiele der Brasilianer in Wien. 1956 gewannen die Brasilianer 3:2. Damals hat der leider schon verstorbene Sabitzer 2 Tore erzielt. Und das Länderspiel beginnt jetzt mit Anstoß der Brasilianer, die in ihren traditionellen Nationalfarben, nämlich mit den gelben Leibchen und blauen Hosen, von rechts nach links spielen. Viel Prominenz auf den Rängen, es ist der ungarische Teamchef, hier sind die Trainer von Barcelona, Juventus hier. Jeder will einen brasilianischen Fußballer kaufen. Italien, das ist das Land, wo Milch und Honig fließt für die armen Brasilianer, dort, wo eine so hohe Inflationsrate herrscht, dass jeder Fußballer, der etwas auf sich hält, der Geld verdienen will, ins Ausland geht und am liebsten natürlich nach Europa. Nach einer Statistik, die nicht unbedingt stimmen muss, sollen im letzten Jahr allein 250 brasilianische Profifußballer ins Ausland gegangen sein. Diese brasilianische Elf, die wir heute hier erleben, das sind sozusagen die Erben von Falcao, von Renato, von Sokrates, alle, die wir bei der letzten Fernsehdirektübertragung vom denkwürdigen Spiel bei der WM 86 gegen Frankreich aus Guadalajara noch in allerbester Erinnerung haben. Völlig neue Mannschaft, die aufgebaut wird. Erstens für die Olympischen Spiele in Seoul und zweitens dann für die WM-Qualifikation gegen Chile und Venezuela. Unser Teamchef Pepe Hickersberger hat mir ein Videoband geborgt von einem der Spiele der Brasilianer in Australien um den Gold Cup. Ich muss sagen, da haben sie beinhart gespielt, gar nicht so, wie man sich es normalerweise von brasilianischen Ballkünstlern vorstellt. Gestartet war der sehr offensive rechtliche Verteidiger Jorginho. Und das ist Pfeffer von der Austria. Immer für Offensive gut. Riesenmöglichkeit. Gleich in der zweiten Minute. Mit schnellen, steilen Attacken ist die brasilianische Abwehr zu überraschen. Das haben wir schon in den letzten Länderspielen gesehen. Foul. Ja, die Brasilianer verstehen, hart zu spielen. Andy Ogris liegt verletzt, ungefähr 10 Meter außerhalb des Strafraums. Willfurth winkt einen Betreuer herbei. Also auf eine ganz unangenehme Art versuchen sich die Brasilianer, die wir immer nur die Ballkünstler nennen, Respekt zu verschaffen in den ersten Minuten. Großes Ziel der Brasilianer, ich wiederhole es, diese Europa-Tournee ungeschlagen zu überstehen. 1:1 in Oslo gegen Norwegen, 1:1 in Stockholm gegen Schweden. Der kleine, bullige Spieler links im Bild, das ist der Mittelfeldspieler Geovani von Vasco da Gama, einer der gefährlichsten Spieler der brasilianischen Mannschaft. Beifall, weil Ogris weiter tun kann und wir setzen fort in der dritten Minute mit Freistoß für Österreich. Am Ball mit der Nummer 9, Peter Pacult. Freistoßtrick, herrlich gemacht. Also ein paar Zentimeter zu weit hinten hat Pacult den Ball bekommen. Herrlicher Freistoßtrick. Bombenstimmung im Wiener Stadion.
Baumeister. Das war Giovani, der den Ball jetzt wieder kämpft hat und ihn wieder verliert. Russ. Die Österreicher attackieren früh und zwingen sogar solche Techniker wie die Brasilianer zu Fehlern. Am Ball mit der Nummer 6, der linke Verteidiger Nelsinho. Und Freistoß jetzt richtigerweise für Brasilien. Also ich muss sagen, es herrscht hier eine Stimmung wie bei einem WM-Qualifikationsspiel. Vielleicht haben Sie es gehört, wie die Zuschauer schon wirklich mit Inbrunst die Hymne mitgesungen haben. Willfurth. Immer wieder tankt sich Russ rechts durch. Verliert den Ball an Nelsinho. Ja, hier hat man deutlich gesehen, Wasserlaken hier noch an den Ecken des Spielfeldes im Wiener Stadion. Ich schätze rund 50.000 Zuschauer hier im Prater. Sicherlich mehr als beim Eröffnungsspiel im Jahre 85 gegen Deutschland beim legendären 4:1. Ja, Brasilien zielt eben. Und der Vorverkauf ist ja nah am Tag nach dem 4:0 in Budapest gegen Ungarn ja fantastisch losgelaufen. Giovani. Ogris, ein ganz giftiger Stürmer, wird gestoppt vom Innenverteidiger André Cruz. Willfurth. Ja, das ist schon das zweite oder dritte Foul der Brasilianer innerhalb der ersten 6 Minuten. Ogris, besonders aktiv. Und ich glaube, es ist heute wichtig und richtig, auf dem nassen Boden von Weitem zu schießen. Der Ball wird schneller, er beschleunigt sich. Und ich glaube auch, dass Josef Hickersberger in der Kabine seinen Spielern gesagt hat, viel schießen und aus der Distanz schießen. Andi Ogris. Ball geht noch gar nicht so weit, höchstens 1,5 Meter am rechten Posten vorbei. Baumeister. Hat ein bisschen Glück gehabt. Zum Glück hat er Glück gehabt. Peter Artner, einer der beiden Manndecker. Artner spielt auf die Nummer 11, auf Romario. Baumeister. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man so einen Routinier drin hat wie Baumeister, gerade gegen so gewiefte Spieler wie die Brasilianer. Immer wieder tankt sich Russ rechts durch. Und die beiden Innenverteidiger Cruz und Batista stehen ganz schön unter Druck in diesen ersten Minuten. Hohes Tempo hier im Wiener Stadion in den ersten Minuten des Länderspiels Brasilien gegen Österreich. Foul an Peter Pacult. Ernst Baumeister wird den Ball angeschnitten zur Mitte bringen. Auch Herbert Weber ist mit vorne. Unsere Mannschaft hat ja heute eine hochkarätige Ersatzbank. Da sitzt immerhin ein Spieler wie Toni Polster. Gestern hat sich unser Teamchef entschieden, doch die Mannschaft von Ungarn, die dort 4:0 gewonnen hat, aufzustellen. Zuerst hat man spekuliert, dass vielleicht der junge Vorarlberger Madlener heute zum ersten Mal spielen könnte. Baumeister. Und auch den Spielern auf der Ersatzbank, denen gefällt es, was hier sich abspielt auf dem Rasen. Da sehen wir Peter Stöger, links neben ihm mit den langen Haaren, das ist Madlener, der Vorarlberger, der bei Vorwärts Steyr spielt. Walter Gebhardt ganz links, dann Friedel Consilio, dann der Masseur, Hitzel, Torabstoß von Tormann Taffarel von Internacional Porto Alegre.
Jorginho. Oh, viel Gefühl hat er im Fußgelenk. Ich glaube, ich habe schon eingangs gesagt, nur ein Unterschied in der, Aufstellung zur siegreichen Mannschaft von Budapest. Anstelle von Robert Marco, der ja bei seinem FC Tirol nur Ersatz ist, stürmt heute Andy Ogris. Zsak und Corner. Manfred Zsak wird sich heute ganz besonders ins Zeug legen, weil der Trainer von Atalanta Bergamo auf der Bank sitzt. Und nicht nur für Brasilianer, auch für österreichische Profis ist es sicherlich ein Ziel, in das Fußballland schlechthin nach Italien engagiert zu werden. Das ist Manfred Zsak von der Austria. Eckball aus dieser Kameraperspektive. Hier haben wir Tormann Taffarel. Careca. Geovani. Sehr verspielt. Ballstaffetten, das ist ganz typisch für das Spiel. Und das ist untypisch. So ein Ballfehler ist untypisch für einen brasilianischen Kicker. Die Südamerikaner haben sich teuer genug verkauft. Ihre Gage für dieses Match beträgt $100.000. Das hat alles die Toto-Gesellschaft gezahlt. Kurt Russ und Herbert Weber. Sehr aufregende 10 Minuten haben wir hier live erlebt aus dem Wiener Stadion mit zwei guten Chancen der Österreicher. Beifall für Artner. Russ spielt stärker als zuletzt bei der Wiener, muss ich sagen. Den Fehler hat Peter Pacult gemacht jetzt, der den Brasilianern jetzt endlich wieder mal die Chance gibt, einen Angriff vorzutragen. Foul an Valdo. Den Valdo kennen wir ja alle von der Übertragung des Europacup-Finales. Er spielt bei Benfica Lissabon. Ogris gegen Nelsinho. Es sind schätzungsweise 70 brasilianische Reporter im Wiener Stadion. Wenn man den Stellenwert des Fußballs in Brasilien kennt, wundert es einen nicht so sehr. Etliche Fernseh- und Radiostationen, alles wird direkt übertragen nach Rio, Sao Paulo, wie alle die Städte heißen, in diesem großen Fußballland. Mir gefällt die ruhige Art, mit der unsere Abwehr spielt, keine Hektik. Und immer wieder versuchen die Österreicher, das ist sehr, sehr kräfteraubend, Vorchecking zu spielen, das heißt die Brasilianer zu attackieren. Und geköpfelt hat Careca. Ja, der dunkelhäutige Spieler mit den runtergerollten Socken, Careca von Cruzeiro. Unglaublich junge Mannschaft bei den Brasilianern. Careca beispielsweise, den wir jetzt groß im Bild hatten, ist erst 20 Jahre alt. Der Schnitt der brasilianischen Elf heute hier im Wiener Stadion, der Altersschnitt ist ungefähr 23 Jahre. Pfeffer.
Kein Ball wird von unserer Abwehr verschenkt. Es wird sehr ruhig aufgebaut. Kapitän Weber. Pacult. Von dem wir uns wünschen würden, dass er heute ein gutes Länderspiel macht. Foul an Gary Willfurth. Freistoß gegen das brasilianische Tor. Entfernung ungefähr 25 Meter. Etwas zu weit wahrscheinlich, um direkt zu schießen, auch wenn der Rasen heute so rutschig ist, dass Weitschüsse Erfolg haben könnten. Tormann Taffarel, Sie wissen ja sicherlich als alte Fußballfreunde, dass früher oft die Torleute der schwache Punkt der jeweiligen brasilianischen Nationalmannschaft waren. Aber Taffarel ist ein Mann von ausgesprochener Klasse. Ja, diese Freistoßtricks, die bisher noch nicht hundertprozentig gelungen sind, die haben die Österreicher im Training einige Male versucht. Hier die Ersatzbank mit Betreuer Carlos Alberto Silva. Silva war übrigens selbst kein großer Spieler. Und wie alle Trainer in Brasilien sitzt auch Carlos Alberto Silva auf dem Schleudersitz. Eine Niederlage und schon wird heftig an ihm gesägt. Foul von Nelsinho, dem aufgerückten linken Verteidiger. Eine Viertelstunde ist gespielt, Tor ist leider noch keines gefallen. Es könnte aber gut und gerne schon 1:0 für Österreich stehen. Unsere Mannschaft dominiert das Spiel. Ja, er ist ein Rechter, hatte den Ball am linken Fuß. Geschossen hat Manfred Zsak. Ist das nicht ein herrlicher Anblick? So viele Zuschauer im Fußballstadion. Allzu oft können wir das leider in Österreich nicht genießen, aber heute sollte dieses Match diesen Besuch auch wert sein. Pacult. Careca. Wenn auch die Co-Trainer von Juventus und Barcelona heute hier auf der Tribüne sitzen und die Brasilianer beobachten, ich könnte mir vorstellen, dass auch der eine oder andere österreichische Spieler den ausländischen Trainern recht gut gefällt. Aber wir haben erst eine Viertelstunde gespielt. Russ. Willfurth. Ball war leicht abgefälscht, aber Taffarel hat ihn noch vor der Torlinie. Ja, jetzt hat sich die brasilianische Abwehr etwas besser auf die Österreicher eingestellt. Hat sich in den ersten Minuten sichtlich überrumpeln lassen. Pfeffer, Pecl war das, ja. Weber. Das ist jetzt der lange Austrianer Pfeffer gewesen. Careca. Edmar. Edmar soll übrigens nachher vom Trainer von Pescara in ein Privatflugzeug gesetzt und direkt nach Italien verfrachtet werden. So wild sind die italienischen Vereine, die ja drei Ausländer pro Verein engagieren dürfen. So wild sind sie auf die brasilianischen Fußballer. Edmar. Baumeister. Ein bisschen hektisch jetzt im Mittelfeld. Geovani.
manchmal fragt man sich, wer sind eigentlich die Brasilianer in diesem Match? Valdo. Gefährlich, aber sehr schlecht abgeschlossen. Sehr schlecht abgeschlossen. Klaus Lindenberger hat bis jetzt in den ersten 20 Minuten einen ruhigen Tag. Auf der Ehrentribüne sitzt auch der Generalsekretär der FIFA, Josef Blatter, der heute erstes im gleichen Fußballbundes ist. Auch Präsident Beppo Mauert ist da und er dürfte, und dazu sollten wir in der Pause ein Interview hören, er sollte eigentlich wieder, da sich die Wellen im Verband geklettet haben, wieder die Führung des österreichischen Fußballbundes übernehmen. Nummer 11 am Ball, das ist Romario von Vasco da Gama. Und so schlecht geschossen hat Edmar von Corinthians Sao Paulo. Was wir von brasilianischen Länderspielen erkennen, was wir heute vermissen, einfach weil es bei uns verboten ist, dass die brasilianischen Reporter mit den Mikros unten fast ins Spielfeld hineinlaufen und ihre Lieblinge während des Spiels interviewen. Das haben wir alle schon erlebt in Brasilien. Willfurth, Ogris. Dieser Pass hat Pfeffer leider am falschen Fuß erwischt. Also ins Spiel kommen lassen, darf man die wirklich nicht kommen lassen. Ogris rochiert immer, ist dadurch schwer zu decken. Die Kopfbällen sind die beiden neuen Innenverteidiger recht stark, nämlich Cruz und Batista. Artner deckt die Nummer 11, nämlich Romario. Und Pecl spielt auf die zweite Spitze auf Edmar. Dem FIFA-Generalsekretär, den ich gerade angesprochen habe, dem haben wir es auch zu verdanken, dass Peter Artner heute überhaupt spielen darf. Artner war nach zwei gelben Karten in der Olympia-Ausscheidung gesperrt für ein Match. Hätte dieses Spiel sozusagen heute im U21-Spiel vorher abdienen sollen. Das Spiel war abgesagt. Viel Beifall für Peter Pacult. Der Peter Pacult hat ja noch kein einziges Länderspiel 90 Minuten durchgespielt, ist immer wieder entweder verletzt ausgeschieden wie in Budapest oder ist erst später hineingekommen. Und auch sein Trainer Ernst Happel hat befürwortet, hat gesagt, der Mann ist jetzt in Höchstform, jetzt muss er eingesetzt werden. Und Hickersberg hat sich der Meinung des Innsbrucker Trainers angeschlossen. Jorginho, Geovani.
Offside war Nelsinho, Nummer 6. Rasch noch zu dieser lustigen Geschichte mit Peter Artner. Er hätte also im Vorspiel seine Sperre heute abdienen sollen. Das Vorspiel musste, wie ich Ihnen schon gesagt habe, abgesagt werden. Aber da hat der FIFA-Generalsekretär gesagt, höhere Gewalt, Artner darf spielen. Gute Beziehungen muss man eben haben. Giovani, Andrade. Valdo. Sehr starke Spieler, dieser Giovani läuft viel. Careca. Riesenfußballer, Riesenfußballer. Mit Gefühl und Gott sei Dank, Gott sei Dank. Eine Traumaktion der Brasilianer in der 24. Minute. Das ist der hochtalentierte 20-jährige Careca. Noch einmal. Haken und genau an dem Pfosten, genau an dem Pfosten von Nelsinho. Willfurth. Österreich spielt zurzeit nur mit 9 Feldspielern, weil Pecl verarztet wird. Die Wunde wird vereist, nimmt dem Spieler die Schmerzen. Pecl ist ein großer Austeiler, aber wir sehen es auch, ein großer Einstecker, der die Schmerzen verbeißt. Die Österreicher versuchen den Ball zu halten, solange Pecl noch draußen ist. Das ist sehr vernünftig. Währenddessen wärmt auch Peter Stöger auf, für alle Fälle. Ein bisschen ist jetzt bei unserer Mannschaft der Faden gerissen. Diese enorme Anfangsoffensive hat doch nicht den Erfolg, nämlich sprich ein Tor gebracht. Nelsinho. So, Pecl ist wieder zurück. Das war der Beifall, den Sie jetzt gehört haben. Jetzt haben die Brasilianer sich etwas freigespielt. Und Manfred Zsak hat gerettet. Inzwischen wurden die Flutlichter im Wiener Stadion eingeschaltet. Es liegt die Dämmerung hier über dem Wiener Prater. Kaum Wolken. Ich glaube, keine Gefahr, dass es wieder so zu schütten beginnt wie ein, zwei Stunden vor Beginn dieses Spieles. Und jetzt haben wir auch die Anfang so restlos begeistert. 50.000 Zuschauer noch ein bisschen gerochen, dass die Brasilianer wirklich Fußball spielen können. Sie bremsen jetzt das Tempo, versuchen dadurch den Schwung aus den Aktionen der Österreicher zu nehmen. Giovani. Andrade. Kein Foul, sondern Offside und daher Freistoß für Österreich. In der 28. Minute Spielstand 0:0 im Wiener Stadion zwischen Österreich und Brasilien. Batista ist es.
Trainer Carlos Alberto Silva hat für dieses Länderspiel beide Innenverteidiger ausgetauscht. Aloisio und Ricardo, die bisher alle Länderspiele gespielt haben, wurden durch Batista und André Cruz ersetzt. Unglaublich, diese Körperbeherrschung und diese kurzen Haken von Carica. Nelsinho. Das brasilianische Mittelfeld hat nach einer halben Stunde das Kommando übernommen. Andrade. Das sind im Augenblick alles nur Teilerfolge unserer Mannschaft. Schade, ein Energieanfall von Pfeffer. Einen Out-Einwurf erzwungen. Robert Pecl scheint wieder völlig fit zu sein. Kann natürlich in 15 Minuten dann in der viertelstündigen Pause dann verarztet werden in der Kabine. So, eine halbe Stunde ist jetzt um, Tor ist noch keines gefallen und wir spüren jetzt langsam diese Gefährlichkeit der brasilianischen Mannschaft, die am Anfang sicherlich von der Offensive der Österreicher überrascht war. Ja, zu wenig Bewegung ist jetzt, müssen sich die Stürmer ein bisschen mehr bewegen, damit sie anzuspielen sind. Pacult gegen Batista. Jorginho. Kein ungefährlicher Mann, dieser Spieler mit der Nummer 2, hat in Skandinavien das Führungstor geschossen, und zwar in Stockholm gegen Schweden. Und sein ebenso talentierter Kollege auf der anderen Seite, Nelsinho. Der brasilianische Trainer hat in den letzten ein, zwei Jahren 47 Spiele in der Nationalmannschaft ausprobiert. Aber bei einem Land mit 130 Millionen Einwohnern ist das sicherlich nicht so schwer, wo die Hälfte sicherlich fußballverrückt ist. Edmar, Geovani. Baumeister. Seit dem 4:0 in Budapest hat unsere Mannschaft beim Publikum viel Kredit. Gibt daher kaum Pfiffe, auch wenn Aktionen etwas versanden. Willfurth. Wirklich schade, dass Gary Willfurth sich da vom Ball etwas überraschen ließ. Der Carica, der kann einfach alles. Ja, und jetzt dann der blitzschnelle Angriff. Ein Modellathlet, schaut aus wie ein Zehnkämpfer, Carica.
Achtung, Ball ist abgefälscht. Ja. Corner für die Brasilianer und zwar der erste überhaupt in diesem Spiel. Das Ganze in der 34. Minute. 1:1 steht es an Eckbällen. Noch einmal. Ball wird abgefälscht. Lindenberger weiß das. Geht daher vorsichtig heran. Geht nicht zu weit aus dem Tor und dreht dann den Ball noch mit den Fingerspitzen über die Querlatte. Und noch einmal. Nein, Ball nicht berührt von Lindenberger oder war schon draußen jedenfalls. Der ungarische Schiedsrichter Lajos Németh sagt Torabstoß. Ogris. Welche Potenz in diesem brasilianischen Fußball steckt, merken wir schon allein daran, dass zurzeit, während die Nationalmannschaft hier unterwegs ist, Regionalmeisterschaften zu Hause stattfinden. Beispielsweise ist gestern die Meisterschaft des großen Bundesstaates Sao Paulo zu Ende gegangen. Aber für einen Profi ist einfach in Brasilien, diesem Land mit 30%iger Inflation pro Monat, für einen Profi ist dort kein Geld zu verdienen. Daher suchen alle den Weg ins Ausland, dort wo man sicherer und mehr Geld verdienen kann. Das war auch der Grund, diese große wirtschaftliche Krise, dass Brasilien sich nicht imstande sah, die Fußball-Weltmeisterschaft zu organisieren, dass sogar der brasilianische FIFA-Präsident Havelange für die Vereinigten Staaten gestimmt hat und nicht für sein Heimatland Brasilien. Nelsinho. Ja, Russ hat jetzt im Stürzen den Ball verloren. Edmar. Im Volldampf kam rechts angebraust Jorginho. Das ist jetzt Geovani. Und schon kommt der Ball wieder. Batista. Kurzer Haken, das ist die Spezialität dieser Ballkünstler. Willfurth, Sie hören es an den Zuschauern, Sie sind hungrig auf einen Erfolg. Peter Pacult war zu scharf gedeckt. Edmar. Links vorbei und Gott sei Dank auch am Tor vorbei. In Brasilien hat man etwas Geringschätzung über diese Mannschaft gesagt. Naja, sie ist nur für die Olympischen Spiele qualifiziert. Wen interessiert das? Aber ich glaube, da steckt einiges drin in dieser Mannschaft. Die junge Mannschaft. Und Trainer Silva hat auch verraten, dass er für die WM-Qualifikation zu diesen talentiertesten Spielern noch einige Profis aus Europa holen wird, wie Renato von Roma, wie andere, wie beispielsweise Müller, der bei Torino spielt, wie Edu, der bei Torino spielt, also routiniertere Spieler, die die harte Schule des europäischen Fußballs durchgemacht haben. Ja. Das war ein Ansatz eines österreichischen Spiels auf Brasilianisch, aber etwas zu steil. Also dieser
Carica imponiert mir unwahrscheinlich, die Nummer 10. Andrade. Das Einzige, was die Südamerika nicht können, zum Glück nicht können, ist schießen. Nummer 18, der Kapitän. Valdo von Benfica Lissabon. Ja, Andi Ogris wird hier an der Outlinie verarztet. Der zweite Angeschlagene nach Robert Pecl kommt jetzt zurück. Österreich wieder komplett und zwar 5 Minuten vor Ende der ersten Hälfte beim Stande von 0:0 im Wiener Praterstadion zwischen Österreich und Brasilien. Also der Ball, der klebt den Brasilianern am Fuß, das ist unglaublich, eine Augenweide. Vor dem Spiel ist hier aufgetreten ein Rastelli, ein junger Mann, der gegabbelt hat, mit dem Ball alles gemacht hat. Aber die Brasilianer, die können das alles im Spiel im hohen Tempo und das ist ja der wesentliche Unterschied. Das haben die Brasilianer immer schon können, einen Gegner schlecht ausschauen lassen. Sie können den Ball halten, sie können alles aus der Bewegung. Baumeister. Schauen wir mal auf unsere Ersatzbank, wen Pepe Hickersberger in der zweiten Hälfte bringen könnte. Da haben wir mal den jungen Vorarlberger Daniel Madlener, dann haben wir Peter Schöttel von Rapid, dann Peter Stöger von der Austria und als Stürmer haben wir den Toni Polster, der nur deshalb nicht eingesetzt wurde, weil er bei seinem neuen Verein Sevilla in Spanien doch noch zu wenig trainiert hat. Foul an Ernst Baumeister. Auch an Fouls, da liegen die Brasilianer in Führung deutlich, aber in den letzten 20 Minuten haben sie es gar nicht mehr notwendig, so einzusteigen, wie sie es zu Beginn mussten, als die Österreicher Dampf gemacht haben. Auf diesen Tourneen durch Australien und Skandinavien hat diese brasilianische Elf viel an Cleverness gewonnen. Auch in der Abwehr, wie wir jetzt immer deutlicher sehen. Das kann man ohne Risiko voraussagen, dass einige dieser brasilianischen Spieler, die wir hier sehen, nicht mehr lange ihr Geld in zu Hause in der Heimat verdienen werden. Romario. Jorginho hat jetzt ansatzlos aus der Drehung geschossen. Geovani. Ja, sieht so aus manchmal, als hätten die Brasilianer den Ball direkt an einem Gummischnürl. Diese Viertelstunde in der Kabine wird ganz wichtig sein für unsere Mannschaft, dass Hickersberger seinen Spielern sagt, was man unternehmen kann, um nicht so schlecht auszuschauen gegen diese Ballkünstler aus Südamerika. Ja, fast ein Eigentor. Ball kommt herein und zum Glück reagiert Klaus Lindenberger da sehr schnell. Ich glaube, es war Pecl. Artner war es, jawohl, die Nummer 8, man hat es deutlich gesehen.
noch 2,5 Minuten in der ersten Hälfte. Andrade. Valdo von Benfica. Ist heute zum ersten Mal Kapitän der brasilianischen Mannschaft. Bisher war es Ricardo, der heute nicht eingesetzt wurde. Ogris, Pacult. Geht sich das noch aus? Nein, schade. Endlich wieder mal eine zügige Aktion, so genau noch eine Minute in der ersten Hälfte. Prima Spiel der Österreicher in den ersten 10 Minuten, aber dann haben sich die Brasilianer leider erfangen. Foul an Carreca, Freistoß für Brasilien. Ist doch ein ganz anderer Gegner, Ungarn damals am berühmten schönen Maitag in Budapest. Anderer Gegner, diese Brasilianer, die mit dem Ball so viel können. Bei der jeder Aktion hat man den Eindruck, dass diesen Südamerikanern das Fußballspielen eine Riesenfreude macht. Geovani. Aber was man kann, das tut man halt gerne. Und das sieht man ganz deutlich bei den Brasilianern. Ja, zum Glück vorbei. Vielleicht geht sich noch eine Aktion aus. Willfurth sucht Russ. Ogris! Man kann schreien, was man will. Die Brasilianer sind jetzt stärker. So, Halbzeit also im Wiener Praterstadion. 0:0 zwischen Österreich und Brasilien. Und wir melden uns wieder zu Beginn der zweiten Hälfte. Bei den Brasilianern gibt es, soweit ich sehe, keine Umstellung. Es gibt auch keinen Grund dafür. In der letzten halben Stunde haben die Südamerikaner, muss man zugestehen, klasse Fußball geboten. Fassen wir noch einmal zusammen. Brasilien im 8. Länderspiel gegen Österreich. Österreich hat noch nie gewonnen und ist heute auch eigentlich nur in den ersten 10 Minuten knapp daran gewesen, die Brasilianer wirklich unter Druck zu setzen. Spiel beginnt Österreich jetzt von rechts nach links. Pacult. Freistoß für die Brasilianer, die es ja gegen Ende der ersten Hälfte meisterhaft verstanden haben, den Rhythmus zu wechseln, das Tempo zu bestimmen, so wie sie es wollten. Ich glaube, die Österreicher sollten jetzt wieder versuchen, Vorchecking zu spielen, den Gegner zu attackieren. Aha, und auch Toni Polster wärmt auf. Ogris und Pacult haben zwar sehr gute Momente gehabt, aber sich nicht wirklich noch durchgesetzt. Das ist der Grund, dass Hickersberger Toni Polster über kurz oder lang sicherlich bringen wird, wenn wir nicht demnächst ein Tor schießen. Und es gibt eine gelbe Karte für einen Brasilianer, und zwar für Geovani. Ja, er steigt dem Österreicher wirklich in den Rücken. Gelbe Karte also für Geovani. Geovani, einer der besten und einer der härtesten Spieler im brasilianischen Mittelfeld. Die Zuschauer sind jetzt genau 45.000, haben ihre Stimmung jetzt wieder ein bisschen aufgeheizt und aufgeladen, haben die Enttäuschung schon überwunden und sind wieder bereit, sich auch voll für unsere Mannschaft einzusetzen. Peter Pacult kann weiter tun. Zsak. Und Ogris.
Ja, wirklich interessant, diese zweite Hälfte beginnt ähnlich wie die erste mit sehr schnellen Angriffen der Österreicher, noch einmal. Und aus der Drehung, aber leider nicht scharf genug, weil er den Ball nicht voll getroffen hat, schießt Ogris. Kareka, dieser Traumfußballer. Wird gesperrt, aber weiterspielen, sagt der Schiedsrichter. Baumeister verliert den Ball. Zum ersten Mal am Ball war jetzt Peter Stöger. So, und jetzt gibt es aber Freistoß wegen Hand. Der Schiedsrichter hat nämlich gesagt, weiterspielen. Batista hat geglaubt, faul, hat den Ball in die Hand genommen und hat sich so völlig unnötigerweise einen Freistoß eingehandelt. Freistoß für die Österreicher in der vierten Minute der zweiten Hälfte. Tor ist noch keines gefallen im sehr gut besuchten Wiener Praterstadion. Tormann Taffarel, der zu Beginn der ersten Hälfte so viel zu tun hatte und später herzlich wenig. Herbert Weber muss heute seine ganze Routine ausspielen. Zsak. Das ist Romario. Und wieder gut gestanden ist Weber, hat genau gesehen, geahnt, wann der Brasilianer abspielt. Jorginho. Beinhart ist Batista eingestiegen gegen Stöger. Sie beherrschen wirklich jeden Stil, die Brasilianer, das gefühlvolle Spiel mit dem Ball, und wenn es darauf ankommt, kämpfen sie ohne Rücksicht auf Verluste. Und Stöger ist leider angeschlagen, der gerade vor 5 Minuten erst aufs Feld gekommen ist. Unsere Mannschaft im Augenblick wieder nur mit 9 Feldspielern, weil hier links, ja, hier haben wir einen, weil Stöger am Rücken massiert werden muss. Kareka. Romario. Romario ist einer dieser Jungstars, ist erst 21 Jahre alt. Das ist sicherlich das Kennzeichen an dieser brasilianischen Mannschaft, dass es kaum einen Spieler gibt, der älter ist als 25. Pfeffer. Ja, jetzt sieht man noch die neue Rollenverteilung in unserer Abwehr. Manfred Zsak spielt jetzt gegen Romario, Vorstopper. Ja, man hat es auch zum Großteil. Warten wir mal ab. Jorginho. Nelsinho. So, endlich ist es vorbei, diese Situation. Endlich. Ich wollte gerade sagen, bevor es brenzlig geworden ist, dass wir es unseren beiden Vorstoppern, unseren Manndeckern zu verdanken haben. Sicherlich, dass es bisher noch 0:0 steht. Riesengemurks ist so. Und mit dem
Fuß wehrt Klaus Lindenberger dann ab. Unglaublich kaltschnäuzig spielt Pfeffer, Baumeister. Und sehr stark begonnen ist es dann auch ebenso stark zurückgefallen. Russ. Stöger ist die Zentralfigur im brasilianischen Mittelfeld, einfach kaum zu decken. Er bewegt sich viel und kann einfach mit dem Ball alles anfangen. Valdo. Valdo gefällt mir auch hier in dieser offensiven Mannschaft wesentlich besser als bei Benfica, als er damals ein Defensivkonzept verfolgen musste. Das liegt ihm einfach nicht. Dieser Offensivdrang ist jeden brasilianischen Fußballer anzusehen. Cruz gegen Nelsinho. Pfeffer gewinnt viele Kopfbälle, sein Clubkamerad Stöger. Baumeister kann schießen, warum schießt er nicht? War faul, eindeutig, Freistoß für die Österreicher in der 10. Minute der zweiten Hälfte beim Stande von 0:0. Schauen wir mal auf die Betreuerbank, ob, ja, sieht so aus, als würde Toni Polster jetzt kommen. Die Österreicher benutzen diese Unterbrechung durch die Verletzung von Ernst Baumeister, um auszutauschen. Das ist jetzt Toni Polster, der 55 Minuten auf der Ersatzbank gesessen ist. Ihm sollte man eigentlich zutrauen, dass er einmal draufhaut, wie man in der Fußballersprache sagt. Ja, Polster für Baumeister. Das bedeutet, dass Österreich jetzt mit drei Spitzen spielt. Ich nehme an, dass Peter Pacult sich etwas zurückziehen wird ins Mittelfeld. Der zweite Austausch bei unserer Mannschaft. Sie können hören, wie beliebt der Toni Polster hier in Wien ist, hier im Stadion. Nach dem 4:0 von Budapest hat Toni Polster ein bisschen schon gezittert um seinen Stammplatz, weil ja damals Marco und Hasenhüttl, die für ihn 9-4 Tore zusammengeschossen haben. Freistoß für die Österreicher. Ball wird für Weber aufgelegt. Ja, und Pacult lässt sich schon ins Mittelfeld zurückfallen. Toni Polster. Na eben, schießen muss man.
Und ich glaube, dass der Einsatz von Polster auch den anderen ein bisschen jetzt wieder Selbstvertrauen schenkt. Auch die Zuschauer erwachen wieder, die schon ein bisschen misstrauisch waren und gefürchtet haben, dass es heute schief laufen könnte. Kann immer noch passieren, aber jetzt haben wir mal den Polster drin. Russ. Wenn es darauf ankommt, dann suchen die Brasilianer auch den Zweikampf. Ja, Polster gegen Batista. Valdo. Und schnell sind sie, antrittsschnell. Edmar. Haken und Tor. Tor. Edmar. Vierzehnte Minute der zweiten Hälfte. Noch einmal Edmar, Haken, sprintet in den Strafraum. Lindenberger raus, kommt ein bisschen zu spät und er spitzelt den Ball unter unserem Tormann zum 1-0 ins Netz. Ja, so haben wir uns das nicht vorgestellt, den Eintausch von Toni Polster, dass die anderen da das Tor schießen. Überläuft alles ähnlich wie der Herzog kürzlich im Meisterschaftsspiel Rapid gegen den FC Tirol. Jetzt hat es uns ja allen ein bisschen die Rätsel verschlagen. Wir haben alle jetzt doch gehofft, dass sich das Blatt wenden könnte, aber doch nicht so. Edmar und der Präsident von Pescara, der hier auf der Tribüne sitzt, der wird jetzt, und der hat auch gejubelt, und der wird jetzt mit besonderem Vergnügen seine neuen Spieler mit dem Privatflugzeug morgen mit nach Italien nehmen. Edmar, der jüngste und neueste Legionär dieser brasilianischen Mannschaft. Pescara setzt ganz auf die brasilianische Welle Edmar und jetzt spielt schon der alte Fuchs und Routinier Junior. Stöger. Hoffen wir jetzt wenigstens noch auf einen offenen Schlagabtausch. Freistoß nach dem Foul von Andrade. Nelsinho reklamiert. Freistoß von rechts. Mit Ausnahme von Pecl sind alle unsere Abwehrspieler auch vorne. Tormann Taffarel. Ja, Polster war mit dem Kopf dort, aber hat den Ball in die falsche Richtung gelenkt. Aber Toni Polster ist offenbar der Einzige, der durch seine Länge allein und durch seine Sprungkraft die sehr kopfballstarken Innenverteidiger in Bedrängnis bringen kann. Ja, inzwischen hat es auch zu regnen begonnen wieder. Die aufgelockerte Bewölkung in der ersten Hälfte hat uns ein bisschen getäuscht, aber es herrscht hier ein ausgesprochenes Aprilwetter heute in Wien. Bis zur WM-Qualifikation am 19. Oktober in Kiew gegen die Sowjetunion haben wir noch zwei recht starke Gegner, auch wieder Freundschaftsspiele, so wie heute gegen Ungarn und gegen die Tschechoslowakei.
nochmal gut gegangen. Willfurth ist ausgerutscht und hat so dem Brasilianer diesen gefährlichen Flankenball ermöglicht. Foul an Pacult, der jetzt im Mittelfeld spielt. Das hat man ganz deutlich gesehen in dieser Aktion. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Gewitter hier ist, was man hört, oder ob das die Samba-Trommeln sind. Das ist eine Samba-Gruppe hier und auch einige brasilianische Schlachtenbummler, die in bewährter Manier hier auf die Blechverschalungen trommeln. Pacult! Beim letzten Länderspiel der Brasilianer am Sonntag in Stockholm, da haben die Südamerikaner auch die erste Stunde dominiert und wurden dann im Finish von den konditionsstärkeren Schweden eingeschnürt, mussten auch dann noch den Ausgleich hinnehmen. Hoffen wir, dass es heute ähnlich läuft. Edmar, Schütze des 1:0. Ei, kann der fehlen. Und der Ball ist da Zentimeter an der Stange vorbeigerollt. Zentimeter. Unglaublich, was dieser Mann an Körpertäuschungen zustande bringt. Und Klaus Lindenberger wäre da auf dem falschen Fuß gestanden. Abgefälscht und Corner für die Brasilianer. Gespielt sind fast 20 Minuten in der zweiten Hälfte. Am kurzen Eck steht Stöger. Ganz ungewohnte Art, den Corner zu schießen, nämlich flach und scharf. So, Pacult, Foul. Foul von Andrade. Nein, Batista war es. Batista, ausgeschlossen, ausgeschlossen. Sehr harte Entscheidung von Schiedsrichter Németh aus Ungarn. Sehr harte Entscheidung. Ich könnte mir so einen Ausschluss vorstellen bei einem WM- oder EM-Spiel. Und Batista muss hinaus. Und weil Batista, der Innenverteidiger, jetzt draußen ist, stellen die Brasilianer um. Es kommt ja jetzt Aloisio hinein mit der Nummer 3. Notieren wir das einmal. Aloisio kommt jetzt. Er ist da. Hier noch einmal. Schauen wir uns erst einmal genau das Foul an. Oh, ich fürchte, das war eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Eindeutig wollte er zuerst den Ball spielen. Ausgeschlossen also die Nummer 14, Batista, der heute zum ersten Mal im Verlauf dieser Zwei-Kontinente-Tournee der Brasilianer eingesetzt war als Innenverteidiger. Und jetzt wechselt Carlos Alberto Silva aus. Batista ist noch nicht draußen. Und wer geht mit ihm? Edmar, der Torschütze. Das heißt, die Brasilianer bringen jetzt einen zusätzlichen Verteidiger, oder besser gesagt, statt Batista einen Verteidiger, und nehmen einen Stürmer raus, den Torschützen Edmar. Das ist der neue Mann. Aloisio von Internacional Porto Alegre.
die letzten 23 Minuten Brasilien mit 9 Feldspielern. Willfurth. Ja, da könnte der Pescara-Präsident seinen Torschützer und neuen Spieler jetzt gleich ins Flugzeug packen und heute noch abfliegen nach Italien, aber natürlich bleibt Edmar hier auf der Bank. Offenbar wollen die Brasilianer jetzt das 1:0 über die Runden bringen. Das kann nur der Grund sein, dass sie einen ihrer gefährlichsten Spieler rausgenommen haben. Und Offside, Offside. Romario ist nicht ganz einverstanden mit dem Abseitpfiff des Schiedsrichters. Pfeffer. Ogris. Wenn er so zornig ist, erinnert mich der Andi Ogris immer an diesen schottischen Flügelstürmer Johnston, vielleicht erinnern Sie sich an ihn. Auch ein sehr guter Spieler und auch ein richtiger Zornpinkel. Permanent lässt Hickersberger Madlener und Schöttel aufwärmen. Foul an Pacult, und zwar Foul vom rechten Verteidiger Jorginho. Pacult wieder gegen Jorginho. Stöger. Wäre zu schön, wenn den Österreichern in den letzten 20 Minuten noch der Ausgleich gelänge. Jetzt sind sie überfallsartig wieder da, die Brasilianer. Romario. Freistoß für Brasilien nach dem Foul an Valdo. Kommt mit. Kurt Russ erzwingt einen Eckball. Es ist erst der zweite für die Österreicher überhaupt in diesem Spiel. Den Corner dreht Peter Pacult. Doppelerfolg von Pecl war das. Ja,
Madlener und Schöttel, das ist Daniel Madlener von Praterstadion. Zuschauer, muss ich sagen, sind sehr geduldig und wahrscheinlich deshalb, weil sie einfach erkennen als Fachleute, dass der Gegner balltechnisch besser ist. Zsak. Ja, gestoßen, der Schuss von Ogris hätte nichts mehr gegolten, war schon abgepfiffen. Ist Toni Pfeffer. Das Spiel läuft weiter inzwischen. Hier das Foul, ja, eindeutiges Foul hier an Pfeffer. Toni Polster wird besonders genau markiert. Kareka. Und war offside. Nein, nein. Das war jetzt Jorginho, der Pfeffer da so hart genommen hat. Der Pfeffer hat schon einiges einstecken müssen heute. Gefällt mir aber, dass unsere Spieler überhaupt nicht wehleidig sind, raunzen, sich nicht beschweren. Romario. Oh! Und Pecl herum. Und dann haben ihn zum Glück die Kräfte verlassen beim Torschuss. Ja, was haben wir jetzt in der letzten Viertelstunde hier im Wiener Stadion zu erwarten beim Stande von 1:0 für Brasilien durch das Tor von Edmar, der inzwischen ausgewechselt wurde. Polster, Haken noch und ja, aber versucht es wenigstens. Spricht für die Klasse unseres Gegners, dass man gar nicht den Eindruck hat, dass die Brasilianer einen Mann weniger auf dem Feld haben. Sie gleichen das alles durch ihr balltechnisches Können, durch ihre Lauffreudigkeit aus. Die Brasilianer wechseln inzwischen. Geovani geht und es kommt Ademir. Nummer 5. Ademir spricht übrigens perfekt Deutsch. Sein Name im Reisepass lautet auch nicht Ademir, sondern Käfer. Seine Eltern sind aus Deutschland nach Brasilien ausgewandert. Enormer Kämpfer im Mittelfeld, dieser Ademir.
glaube, dass auch die Österreicher jetzt wechseln, und zwar ein Doppeltausch ist vorgesehen. Es kommt Peter Schöttel und zum ersten Mal in der Nationalmannschaft Daniel Madlener. Aber dieser Wechsel wird sich erst abspielen bei der nächsten Unterbrechung. So, die Brasilianer jetzt ohne Geovani, aber dafür mit Ademir. Pecl, Pacult, Stöger. Und dann waren schon wieder einige Beine der Brasilianer dort im Spiel. Noch 12 Minuten. Nicht trippeln, sondern jetzt direkt spielen. Stöger hat noch mehr Luft als die anderen, weil er erst eingesetzt wurde. Ogris. Gut gemacht mit enormem Einsatz. Vielleicht können sich die Österreicher jetzt noch einmal zu Vorchecking überwinden, noch einmal die Brasilianer attackieren. Damit dieses Spiel nicht so endet wie auch das letzte zwischen Österreich und Brasilien. Das war bei der Weltmeisterschaft 1978 in Mar del Plata. Da haben die Brasilianer 1:0 gewonnen. Ich glaube, dieser brasilianischen Mannschaft muss man recht gute Chancen bei den Olympischen Spielen in Seoul einräumen. Früher war es immer so üblich, dass Brasilien nur eine Art zweite Garnitur immer zu Olympischen Spielen geschickt hat. Bevor sie nach Korea abfliegen, wird diese brasilianische Mannschaft noch zwei Spiele austragen in den Vereinigten Staaten, eines in Japan und dann sich stürzen in das olympische Turnier. Manfred Zsak, Pfeffer, der jetzt immer viel Platz links findet. Ja, ist schon ein bisschen verfahren jetzt wieder der Angriff. Zsak. Foul von Ademir, glaube ich, war es an Zsak. Ja, der eingewechselte Ademir hat seine ganzen überschüssigen Kräfte jetzt ausgelassen an Zsak, der an sich auch hart im Nehmen ist. Ja, hier sehen wir es. Es war eine wirklich gemeingefährliche Attacke von Ademir. Noch 9 Minuten. Und wird schon getauscht bei unserer Mannschaft? Nein, noch nicht. War Polster. So, und jetzt der Austausch, der sich abgezeichnet hat. Es kommen Peter Schöttel und Daniel Madlener für Pecl und für Pacult. Damit hat der Peter Pacult sein großes Ziel wieder nicht erreicht, endlich einmal 90 Minuten ein Ländermatch durchzuspielen. Ja, und es sieht so aus, als würden die Österreicher jetzt alles auf eine Karte setzen. Müssen sie auch tun. Das war Schöttel zum ersten Mal im Einsatz. Gut gemacht, gut gemacht. Willfurth. Toni Polster rutscht vorbei an diesem Ball. Schlussoffensive wünschen wir uns jetzt.
Daniel Madlener, der Vorarlberger, der aus der Gegend von Feldkirch stammt und schon in St. Gallen gespielt hat und in Bregenz, Dornbirn. Der ist der siebente Neuling in der Ära Hickersberger. Und die Ära Hickersberger ist ja schließlich erst ein Dreivierteljahr alt. Weber. Stöger. Russ wirft ein. Pfeffer. Sehr sicherer Tormann, dieser Taffarel von Internacional Porto Alegre. Sie erinnern sich sicherlich, dass früher, ich habe schon erwähnt, dass früher die Torleute in den brasilianischen Mannschaften immer die schwachen Punkte waren. Einfach deshalb, weil die Kinder, die jungen Burschen, die in Brasilien zum Fußball gegangen sind, unbedingt zweite Pelés werden wollten, Feldspieler. Und dann hat man eigentlich immer den Untalentiertesten ins Tor gestellt, aber das hat sich jetzt auch schon ein bisschen geändert. Zumindest sieht man das hier am Beispiel von Taffarel. Noch 6 Minuten im Wiener Stadion, 1:0 für Brasilien. Gut attackiert von Pfeffer. So, jetzt tauschen die Brasilianer wieder. Bei einem Freundschaftsspiel kann man ja unendlich austauschen. Man hat sich geeinigt hier auf 5 Spieler. Der neue Mann der Brasilianer ist Milton, dunkelhäutiger Abwehrspieler. Milton von Curitiba. Die letzten 5 Minuten im Praterstadion. Sicherlich sind wir vom Resultat enttäuscht, aber wir müssen anerkennen, dass der Gegner einfach besser war. Herbert Weber zerfranst sich jetzt im Abwehrzentrum, treibt auch noch seine Mannschaft nach vorne. Russ, Polster, Ball springt ihm weg. Haben Sie gesehen, wie jetzt diesem Romario der Ball am Fußspitzel hängen geblieben ist? Jetzt haben wir ein bisschen Raum für einen Konter. Stöger. Noch 4 Minuten. Das ist der neue Mann Milton. Andrade. Trippelkünstler, Trippelkünstler und Tor. Tor. Und was für ein Tor, und was für ein Tor. Das Match ist entschieden. Wenige Minuten eingetauscht. Nein, entschuldigen Sie, das war Andrade. Der spielt schon länger, aber noch einmal. Wird attackiert, geht vorbei. Deutet Hack nach rechts an, geht links vorbei an Herbert Weber. Der nächste. Wieder Hacken nach innen angetäuscht. Angedeutet. Macht ihn jetzt. Findet freie Bahn. Und bezwingt Klaus Lindenberger. 2:0 für Brasilien. An Weber vorbei. An Schöttel vorbei
und steht allein vor dem Tormann. Ja, nur im Eishockey, da könnten in den letzten zwei Minuten noch einige Tore fallen, im Fußball leider nicht. War ein Traumtor, neidlos muss ich das sagen. Wir können nur hoffen, dass wir in der WM-Qualifikation nicht so hochklassige Gegner finden. Naja, die Russen sind auch nicht vom schlechten Kaliber. Aber dass es uns gelingt, zumindest den zweiten Platz hinter dem Gruppenfavoriten, hinter der Sowjetunion, zu erreichen. Weber probiert es doch noch einmal, noch eineinhalb Minuten. Ademir allein und legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor. Offener Schlagabtausch in der letzten Minute, aber die Brasilianer führen 2:0 und sie sind besser. Klaus Lindenberger ist verletzt, jetzt sieht es erst Schiedsrichter Németh, unterbricht. Ja, wenn wir schon keinen Sieg, ja, sehen wir uns einmal das an, wie Lindenberger bei dieser Rettungsaktion sich verletzt hat. Ademir. Und trifft offenbar mit dem ausschwingenden Bein Klaus Lindenberger. Wir sind in der 90. Minute, ja, und wenn wir auch schon heute eine Niederlage hinnehmen müssen, die Zuschauer haben wenigstens eine große Mannschaft gesehen, deren Qualität man allerdings erst dann ermessen kann, wenn sie gegen einen stärkeren Gegner aus Österreich spielt. Das ist der Schütze des 2:0, Andrade von Flamengo Rio. Sieht so aus, als würde knapp vor dem Schlusspfiff noch Franz Wohlfahrt ins Tor kommen für den verletzten Lindenberger. Das kann aber nur für Sekunden sein, denn wir sind bereits in der 91. Minute. Das wird der kürzeste Länderspielauftritt des Austria-Tormannes sein. Schiedsrichterball, weil Schiedsrichter Németh wegen der Verletzung Lindenbergers unterbrochen hat. Das ist Daniel Madlener, von dem man angenommen hatte ursprünglich, dass Hickersberger ihn von Beginn an einsetzt. Gestern hat sich dann der Teamchef anders entschlossen. Alle an ein großes Fußballfest geglaubt. Wir haben es erlebt, allerdings nur von der brasilianischen Mannschaft, die von der Taktik her, vom balltechnischen Können, von der Athletik unserer einfach überlegen war. Alles ausgehend von der exzellenten Ballbeherrschung, die im Fußballleben das Um und Auf ist. Ademir, Romario. Stöger, der auch nicht den Umschwung bringen konnte. Milton. Kurzer Haken auf einer Briefmarke fast. Das Spiel ist zu Ende. Österreich kann gegen Brasilien nicht gewinnen. Achtes Länderspiel, achte Niederlage. Die Tore. Edmar in der 59. Minute zum 1:0 für Brasilien. Und Andrade in der 86. 2:0.
Die Brasilianer beschließen ihre Australien- und Europa-Tournee ungeschlagen. Österreich ist der erste Gegner, den die Brasilianer hier in Europa geschlagen haben nach den 1:1 in Oslo und Stockholm. Wir müssen neidlos die Überlegenheit anerkennen des brasilianischen Gegners. Ja, und unsere Mannschaft, an der liegt es jetzt, sich wieder aufzubauen gegen Ungarn und gegen die Tschechoslowakei, um dann ein wirklich gutes erstes Spiel in der WM-Qualifikation am 19. Oktober in Kiew zu liefern. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich hoffe wenigstens, dass die Brasilianer Ihnen gefallen haben. Danke fürs Zuschauen. Heute live in ORF.